Moin Moin und Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Single LS 22 mit dem Strohbehörungsset on. Wir sind dabei, Pellets abzupacken. Gestern im Video, was ich ja gemacht hatte, da hat man ja gesehen nachher, dass der Ballenlöser oder Ballenschredder nicht bündig war. Ja, es gab ein Update fürs Strohbehörungsset on. Wie gesagt, es kommt noch im Januar. Die Jungs sind immer noch in Gange. Sieht man ja jetzt schon wieder ein Update. Es passt jetzt. Es passt jetzt. Es passt jetzt. Vor dem Livestream hatten wir das auch. Es war nicht bündig. Ich kletter da mal rauf. Guck mal, wie sportlich ich nicht bin. Ne? So, jetzt ist. Jetzt, so wird auch ein Schuh draus, ne? So wird ein Schuh draus. So, ich habe den aber erstmal nur gemietet. Weil, wie gesagt, ich habe ja, es ist April. April, April. So, hier geht's weiter. Ihr seht, hier nur ein Gange, nur ein Gange, nur ein Gange. Doch wir wollen nicht schnacken. Kopf in Nacken, auf geht er, Peter. So. Ah ja. Das ist, wie gesagt, erstmal nur eine Notlösung. Ja. Ich werde das später in der Ernte so machen, dass die Pellets auf dem Anhänger kommen. Mit dem Anhänger dann hier in die Bunker und dann mock wieder mit dem Korn. Boah. So, Release ist... Ich hab's jetzt... Hatte ich auch noch mal in die Videobeschreibung gemacht. Auch hier wieder. Das ist nicht. Das ist es. Da. 2, ab dem 22. bis 28. Also in diesem Zeitraum. Also heute ist der 22. Halt eine Woche. Knapp. 6 Tage jetzt noch. In dem Zeitraum wird es dann auch im Mod-Hub irgendwann erscheinen. Also Mod-Hub im Auge behalten und die Seite von Creative Mesh. Facebook oder direkt auf der Homepage. So, die Ballen, die habe ich gekauft, weil ich halt jetzt auch ein paar Pellets machen möchte. Aber wie gesagt, noch kein eigenes Material habe. Belastend. Aber ist in Arbeit. Ist am Wachsen. Wir haben heute Vormittag nochmal einen Livestream angeschmissen. Oh, ist auch viel mehr Platz hier. Geil. Bewegt sich. Da hatten wir es gesehen, dann hatte ich die Bilder gepostet bei Creative Mesh in der... in der Marketingabteilung und die Jungs hatten sich schnell, ganz schnell gemeldet. Also es gab ein Update, Bums, weg. Alles klar, super. Also, richtig nice one, Alter. Ich bin so. Hallo? Sag das doch. So wird ein Schuh draus. Also wirklich, ich freue mich dafür. Ich finde es so geil. Endlich mal wieder eine geile Produktion für landwirtschaftliche Produkte und nicht für Müsli, Traubensaft oder Achterbahn. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das macht richtig Laune. Das werdet ihr aber auch im Laufe der Woche jetzt sicherlich bald nutzen können. Leute, echt der Hammer. Der Hammer. Dann hatte ich Panik. Ich habe hier ist ja Fruchtzerstörung 2.0 und ich habe die Texturen da von der Bombsnudel. Dann habe ich gesagt, ach, ich will mal was gucken. Hab dann über das Development Controls abgeerntetes Feld genommen, wollte gucken, wie die Fahrgassen da, also die Stoppelzerstörung ist, ja. Alter, habe ich Panik gehabt. Bis mir, boom,
im Stream von sagte, du, wenn du das Feld mit Development gemacht hast, dann wird das nichts. Nochmal vielen lieben Dank. Mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich Panik hatte. Alter, was geht? Was machen wir hier? Kacke. Also ich werde einen Teil der Pellets verhökern, also die Paletten, ja. Und ich werde einen Teil bei mir in die Heizkraftanlage schmeißen. Aber im Moment ist es dann eine Win-Win-Situation. Wir haben auch das Vorgewände fertig gedrillt. Oh, 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 oh. Muss ich nochmal ein bisschen stupsen. Krumme löde Kack. Schiebt der Ballen das jetzt? Er ist nicht ganz drauf. Deswegen, wenn mal jetzt im Video oder im Stream was nicht so ganz hinhaut mit dem Strohbärm-Set-On, ne? Es ist, solange es noch nicht draußen ist. Die Jungs sind immer noch in Gange. Seht ihr ja, ratzifatzi gab es ein Update dafür, für die eine. War schon Hammer. Oh, naja, wir machen erstmal voll, dann kann ich gleich. Erstmal hauen wir die Ballen da rein. Also da freue ich, also das ist... Ha! Macht mir richtig Spaß. Also ist richtig Spaß. Machen die Ballen nämlich weg, dann kann ich da nämlich ja, ich glaube, ich muss den MB-Truck abkoppeln und mit dem Telelader los. Nee, gar nicht. Ich kann eigentlich noch mal eine Palettengabel für einen Schlepper holen und dann den 818er davor. Ja, das ist... Ich freue mich so, ey. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn es denn soweit ist, werdet ihr... Ich kann es nicht wiederholen. Also die da auf landwirtschaftliche Produkte, ich rede jetzt von sowas hier, von Pellets her, und nicht von T-Shirts oder Erdbeerkuchen. Ich habe ein bisschen Deko hier hingestellt. Auch für die Angestellten. Weil ich ein guter Chef bin. Ich bin ein guter Chef. Habe ich hier so eine kleine Chill-Out-Area gemacht. Nur für die Angestellten. Ich habe einen Weber-Grill gekauft. Mit Überdachung, ne? Einen kleinen Tresen dran. Die können sich hinsetzen. Ja. Also nicht nur eine schnöde Bank. Ja, Fleisch und sowas und Getränke müssen sie natürlich selber mitbringen. Der Weber-Grill war teuer genug. Kann ich sie anstellen hier? Grauenvoll. Ehrlich. Aber ich habe die Grillecke da sozusagen so geholt, weil ich hatte eigentlich zu den Angestellten gesagt, zum Wohle der Firma, ja, zum Wohle der Firma, zum Wohle des Betriebes, könnt ihr mal alle auf euren Urlaub verzichten. Kam wohl, glaube ich, nicht so gut an. Deswegen, um die Wogen wieder zu glätten. Nicht?
Aber wie gesagt, Getränke und Fleisch muss selber gekauft werden. Ich brauche noch einen Seitenschneider. Für den Rückwarner. Rückwarner hier, ne? Piep, piep. Hallo? What's going on da mit der Balle? Ein bisschen, ein bisschen. Naja! Können die Angestellten gleich wieder rauflegen, per Hand. Solche Ballen haben wir früher an der Uhrenkette getragen. Ich bin ja Kumpel. Man muss den Leuten ja auch zeigen, wie es geht. Eigentlich. Geht bestimmt erst, wenn ich den Dings rausgezogen oder rausgefahren habe. Naja! Hab ja gar nichts gesagt. Nicht mit dem Finger reinfassen. Ja? Muss auch Schilder ranhängen hier. Wenn die Augen noch in, ja? Sicherheitsüberprüfung ist, dann hier. Ohrstöpsel hier, ne? Ich hab auf, Mickey Mäuse. Ja. Schutzbrille hab ich auch auf. Schutzbrille hab ich auch. Geht gleich weiter. Die arbeitet jetzt nicht weiter, weil halt hier, ne? Guck mal auf Uhr, 10.25 Uhr. 10 Uhr ist Frühstückspause, 10.30 Uhr ist Frühstückspause zu Ende. Eigentlich gibt es ja gar keine Frühstückspause. Oha. Das Wasser nach. Das heißt, wenn wir nachher in die Ernte gehen, ruft ihn einen Wasserwagen an der Koppel. Schieben wir ihn mal hier durch. Ja. Nee, wird nichts. Da kommt zu dicht an. Zieh! Sorry. Einfach zu viel, ne? Einfach zu viel. Zu viel Spinat. Wow, 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 bares Gold. Hä? Warum dreht die sich, ne? Ich glaube, ich muss mal einmal die Maschine abstellen. Alles auf Null. Jetzt sollte das gehen. Ich glaube, da muss ich mit der Maschine raus. Aber er hat aufgehört hier. Das war nix. Das friemeln wir uns alles hin. Oh, Viertelstunde in Gang hier. Wollte ja nicht so lang machen. Gestern tut mir das echt leid, dass das Video so lange ging. Aber man hätte das sicherlich noch länger machen können.
Ist nun mal so. Ride me late. So, ich gelobe Besserung. Wie gesagt, das mit der stationären, mit dem Ballenlöser, ist jetzt einfach nur, weil ich das mit den Pellets mal machen wollte. Und ich, wie gesagt, noch keine Quaderballen habe. Ich habe nur Rundballen. Und ich denke mir mal, dass das so okay ist, ne? Erstmal. Wie gesagt, ich werde das später so machen. Der Ballenlöser wird definitiv ab. Den kann ich mir notfalls, wenn mal was Not am ist, zulegen. Ich werde das so machen, dass ich hier reinfahre und die Silos hier voll mache. Die Flachbett-Silos. Die Flach-Silos. Und dann halt ganz entspannt Ski mit Kran mache. Da muss ich mir, glaube ich, den Dings noch belegen. Ansonsten halt. Ne? Zack. Ihr kennt's. Ham! So. Zack. Schon gut so ein Kran, ne? Ich glaube, das ist die einfachste Lösung. Hier die Paletten, ja, das ist kein Ding, dann nehme ich entweder auch mit dem Kran und mit dem Palettengreifer oder halt gleich mit Telelade, ne, wie vorhin auch, und Palettengabel. So, ich sag mal, ne? Vielen lieben Dank fürs... Ja, Alter, wir müssen den Kopf aufpassen, wenn ich mich gleich umdrehe. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Kurzer Einblick wieder. Wie gesagt, alles weitere Release-Termin vom 22. bis 28. Januar soll es erscheinen. Ich hau da auch nochmal den Link von der Website von Creative Mesh mit runter. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Ich bin ab morgen wieder auf Arbeit. Bis dahin, Mockout, wir sehen uns.